Auf keinen Fall im DFB. Wie der vom DFB organisierte Fußball in Deutschland immer mehr Mannschaften verliert und welche Alternativen davon profitieren. Fußball ist meine Milchkuh, meine Hure, eine Geldmaschine. Es gibt keine Alternative. Er steckt hinter der Blattermaske, Max Meiss, Hobbyfußballer und Filmautor. Während ich diese Dreharbeiten geführt habe, blühte der FIFA-Skandal auf. Meiss produziert gerade einen Film über die älteste wilde Liga in Deutschland. Die wilde Liga in Bielefeld, in der jeden Sonntag gespielt wird seit 41 Jahren. Selbstorganisierter Graswurzelfußball. Begonnen hat alles in den 70er Jahren, in Jugendzentren und von Studenten initiiert. Heute kicken hier 800 Spieler, in einer Parallelwelt zu den offiziellen Vereinsstrukturen des DFB. Bin ich von überzeugt, nachdem ich ein Jahr die Liga begleitet habe, auch filmisch, dass solche Institutionen wie FIFA, DFB, die tun eigentlich selbst immer am meisten dafür, dass sie irgendwie Mitglieder verlieren. Und die wilden Ligen profitieren natürlich davon. Also, wenn man sich das deutschlandweit anschaut, hat jede mittelgrößere Stadt mittlerweile eine bunte oder eine wilde Liga. Man spricht so, denke ich, von 500.000 wilden Kickern in Deutschland. Eine halbe Million Fußballer organisieren sich außerhalb des DFB, geschätzt, denn ein Zentralregister gibt es nicht. Aber kaum eine größere Kommune zwischen Bremen und Regensburg ist ohne wilde oder bunte Liga. Manche so klein, dass sie im Verborgenen blühen. Viele Spieler aus normalen Vereinen ausgetreten. Die Menschen, die man hier auf dem Platz sieht, viele kommen ja aus dem DFB. Viele sind durch die Jugendabteilungen gegangen. Viele haben sich auch noch engagiert. Aber es ist auch oft so, dass diese eben kleinkarierte Vereinsmeierei, davon fühlten sich die Leute einfach auch oft nicht mehr angesprochen. Bielefeld boomt. Auch weil die Stadt der wilden Liga ein halbes Dutzend Plätze zur Verfügung stellt. Ein Luxus, wie es ihn auf unserer Reise durch Deutschlands bunte Ligen nur selten gibt. In Köln etwa spielen 48 Mannschaften, 20 warten auf Aufnahme. Aber auch hier Groll auf den DFB. Also ich glaube einfach, dass der DFB zu viel reguliert. Also zu sehr den Vereinen Themen vorgibt, zu viel vorschreibt. Sie aber auf der anderen Seite auch dann, wenn es drauf ankommt, wieder alleine lässt. Wenn der DFB es nicht hinbekommt, dann wird sich, glaube ich, dieser Trend auch weiterhin fortsetzen, dass bunte Ligen aus dem Boden sprießen. Sportsoziologe Arno Müller von der Universität Leipzig kennt die Zahlen hinter dem Phänomen. 17.000 Mannschaften hat der DFB in den vergangenen 6 Jahren verloren. Er sagt, selbst schuld. Wenn man sich die Kreisliga-Vereine anschaut, die müssen an den DFB Abgaben zahlen, müssen hohe Strafen zahlen, wenn sie Fehler machen bei Spielberichten. Und im Gegenzug haben wir Bundesliga-Vereine, die sehr viel Geld scheffeln können durch die Vermarktungsrechte in den Medien. Und das stört natürlich die Menschen, die in den unteren Ligen spielen. Und dann ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass die Leute in die bunten Ligen abwandern, wo eben flache Hierarchien sind, wo man sich gegen Kommerzialisierung wendet und wo man sich auch von diesen Skandalen, die man im DFB hat, abwendet. Einfach nur kicken, ohne Skandale. Und wenn doch, dann eher von der kleinen Sorte. Ja, du. Es gibt manchmal hartnäckige Diskussion, wenn in der 90. Minute das 1:0 aus abseits verdächtiger Position fällt. Dann dauert die Diskussion natürlich mal 5 Minuten. Das ist völlig, hallo, wir sind Menschen. Ja? Aber es gibt keine Gewalt oder Ähnliches. Es findet sich immer eine Lösung. Das ist einfach der Punkt. Ralf Palmisano und Beate Wolf leiten die Liga, in der die Teilnahme pro Saison so viel kostet wie die Strafzahlung für einen nicht angelegten Online-Spielbericht beim DFB. 30 Euro. Spielplan und Transfermarkt organisieren die Teams selbst. Spielerpässe, Wechselsperren, Verwaltungsgebühren gibt es nicht. Beschränkungen ohnehin eher wenige. Hier spielen wir auch mit Frauen und Männern gemeinsam oder mit irgendwas dazwischen, wie auch immer man sich definiert. Also das ist völlig egal. Platzwarte und Greenkeeper sind allerdings auch Fehlanzeige. Was ist das für ein Pass? Kriegst die ganzen Pässe hier nicht hin, Mann. Bisweilen aber ist es dann auch in der wilden Liga vorbei mit dem Mythos vom faireren Sport. Das letztjährige Pokalfinale.
überhart geführt. Ein Mangel an Respekt, was wir heute hier auf dem Platz von euch beiden, von beiden Teams gesehen haben. Und das erschreckt uns sehr, denn das ist nicht das, wofür die Wilde Liga steht. Wir haben gleichwohl einen sportlichen Sieger, Arminia Bierzelt, mit 3:2 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ein großer Unterschied zu den unteren DFB-Ligen. Hier kommt man ohne Schiedsrichter aus, aus Prinzip. Und neben den Verordnungen und dem Ausbluten der Basis, das sie hier empfinden, haben sie mit dem organisierten Fußball auch aus ganz anderen Gründen abgeschlossen. Den führenden Köpfen des Weltfußballs. Muss ich da wirklich meine Meinung zu sagen? Verbrecher. Punkt. Unmoralische, unglaubwürdige Menschen. So. Das war jetzt mal ein sehr ostwestfälisch direktes Statement. Und das ist, glaube ich, was ein Großteil der Menschen, die in Wilden Bund liegen, spielt, auch fühlt und empfindet. Die Spielerflucht, immer wieder Thema bei Verbandstagen des DFB. Einzelne, längst nicht alle Landesverbände, versuchen gegenzusteuern. Mit Freizeitligen, die allerdings auch den strengen Verbandsregeln unterworfen sind. Beim DFB hören sie die Alarmglocken, aber haben sie die Zeichen auch verstanden? Als Gründe werden lieber zunehmende Gewalt in Kreisligen und verändertes Freizeitverhalten angeführt. Nicht Skandale und Vertrauensverlust. Ich glaube, das ist zum Teil dem gesellschaftlichen Wandel mit entspricht. Denken Sie an die heutige Jugendkultur. Das ist so, dass wenn Sie einen jungen Menschen fragen, was er am nächsten Wochenende macht, dann wird er Ihnen am Mittwoch noch nicht sagen können, was er macht. Also wir müssen an der Stelle eben auch Wege finden, uns auch so flexibilisieren, Angebote auch zu machen, die vielleicht dem ganz klassischen Spielbetrieb nicht entsprechen. Keine Lust auf den klassischen Spielbetrieb hat man hier schon länger. Aber Dynamo Windrad aus Kassel, der Club, bei dem der DFB-Adler aus dem Wappen fällt, ist ein eingetragener Verein, DFB-Mitglied, aus Zwang. Immer wieder stoßen wir auf Vereine, die dem DFB beigetreten sind, um überhaupt Plätze von ihrer Stadt zu bekommen. So kicken sie hier auch in der Kreisliga. Ohne Mannschaften wie diese wäre der Mitgliederschwund des DFB noch größer. Von daher sehen wir uns eigentlich als Zwangsmitglieder vom Deutschen Fußballbund oder überhaupt von dem ganzen Fußballsystem in Deutschland. Ohne das, wenn wir einen Platz gekriegt hätten, wären wir kein Mitglied oder würden wir so bolzen. Die Auflage der Stadt hätte Dynamo Windrad vor Jahren beinahe zerstört. In den 80ern durften sie nämlich zuerst nicht einmal Mitglied im Verband werden. Der Vereinsname Dynamo, viel zu politisch für den DFB. Die Dynamos mussten sich für ihren Namen 9 Jahre durch die Instanzen klagen. Aber erst als auch Dynamo Dresden in der Bundesliga ankam, war auch für sie der Weg frei. Bis heute aber fühlen sie sich im DFB nur geduldet, nicht akzeptiert. Und sie vermissen sehr viel. Fair Play, Respekt und das Ganze selbstbestimmt. Und da fühlen wir uns eigentlich nicht beim DFB besonders heimisch, ne, weil das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, die haben andere Werte. Denen geht es um andere Sachen, die halt hauptsächlich Kommerz sind. Die Zwangsmitglieder ärgern sich Monat für Monat über die vielen Abgaben und Strafen, die der Verband auch gegen sie verhängt, wenn sie zum Beispiel wieder mal ein Ergebnis zu spät melden. Rebellisch sind sie zumindest in einem Punkt geblieben. Ihre Jugendteams nehmen nicht am offiziellen Spielbetrieb teil, absolvieren nur Freundschaftsspiele ohne Leistungsdruck. Aufgenommen wird jeder. 1500 Mitglieder sind es mittlerweile, die ein Bild vom Sport haben, das irgendwie aus der Zeit gefallen scheint. Gewinnen ist nicht alles. Das ist so das Hauptmotto. Es sind 22 Spieler, die in den wilden und bunten Ligen in Deutschland einen Ball in 2 Tore zu schießen versuchen. Ansonsten hat dieser Fußball mit dem des größten Sportverbandes der Welt nicht viel gemeinsam.